Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Tag 2 der Arduino Basics Reihe und zwar behandeln wir heute das Thema GPIOs und was das ist und wie wir es benutzen. GPIO heißt General Purpose Input Output, also Allzweck-Ein- und Ausgabe. Ja, gestern an Tag 1 in den Arduino Basics haben wir ja den Arduino Nano ausgepackt und auch der hat diese GPIOs. Und zwar hat der hier ja 30 Beinchen, wovon die meisten unter die Kategorie GPIO fallen, also Ein- oder Ausgabe. Also der wesentlich oder einer der wesentlichsten Unterschiede ist sicherlich digital oder analog, also digital nur 1 oder 0, an oder aus. Und analog bietet immer ein Spektrum. Digitalpins haben wir wesentlich mehr als analoge. Digitale gibt es 14, von D0 bis D13. Analoge bietet der Nano 8 Stück an, also A0 bis 7. Dabei gibt es aber nochmal einige Besonderheiten. Und zwar gibt es zum Beispiel ein sogenanntes PWM-Signal. Was genau das ist, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Dieses PWM-Signal lässt sich auf den Pins 3, 5, 6, 9 und 11 erzeugen. Dann gibt es eine RXTX-Schnittstelle für die serielle Kommunikation. Die liegt immer an Pin 0 und 1. Wie ihr schon merkt, also einige Pins sind einfach fest vorbelegt für bestimmte Funktionen bzw. Protokolle. Auf die einzelnen Funktionalitäten kommen wir in späteren Videos nochmal genauer zu sprechen. Dann gibt es eine SPI-Kommunikation, die liegt auf Pin 10, 11, 12 und 13 standardmäßig. Pin A4 und A5, das sind die einzigen analogen, die besonders belegt sind bei dem Arduino Nano. Und zwar sind die für die I2C-Schnittstelle gedacht. Der digitale Pin 13 hat noch die Besonderheit, dieser steuert eine der Onboard-LEDs. Das heißt, selbst wenn ihr keine LED angeschlossen habt, könnt ihr diese LED trotzdem über den digitalen Pin 13 ansprechen. Und für External Interrupts, also die Interrupt-Schnittstellen, liegen bei dem Nano auf dem Digital-Pin 2 und 3. So, jetzt wissen wir erstmal, was überhaupt für Schnittstellen existieren, was es genau ist. Wie gesagt, da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber was bringt uns dieses Wissen? Was können wir jetzt damit machen? In dem heutigen Video gehen wir mal auf die digitale Schnittstelle ein, also auf digitale Pins, und zwar da jetzt erstmal auf die digitale Ausgabe. Und zwar ist das wahrscheinlich auch das, was man am häufigsten als erstes erstmal als Ziel hat. Ich möchte etwas ein- oder ausschalten. Und genau das mache ich mit einem digitalen Pin, wenn ich ihn im Output-Status verwenden möchte. Dafür machen wir jetzt erstmal den Adventskalender an Tag 2 auf. Wir gucken mal, hier Tag 1 war ja der Nano drin. Tag 2, ich hätte ihn auch mal vorher raussuchen können. Und an Tag 2 haben wir hier als erstes mal ein Steckbrett und eine LED. So, hier seht ihr jetzt alle uns an Tag 2 zur Verfügung stehenden Komponenten. Eine LED, einen Arduino und ein Steckbrett. Als erstes möchte ich ein paar Sätze zu dem Steckbrett sagen, für alle, die den Aufbau eines solchen Steckbretts noch nicht kennen. Und zwar habe ich einmal hier eine Reihe von Steckkontakten, dann einen großen Block mit Steckkontakten, einen Abstand, nochmal einen Block mit Steckkontakten und wieder eine einzelne Reihe mit Steckkontakten. Diese Blöcke unterscheiden sich ganz wesentlich von diesen außenliegenden Reihen. Und zwar, diese außenliegende Reihe hier ist waagerecht durchverbunden. Das heißt, wenn ich hier ein Kabel anschließe, ist diese ganze Reihe mit diesem Kabel verbunden. Der Block verhält sich genau entgegengesetzt. Wenn ich jetzt hier ein Kabel anschließe, ist nicht die waagerechte damit verbunden, sondern die senkrechte. Das heißt, hier habe ich senkrechte Kontaktschienen drin liegen und hier in dem äußeren Bereich habe ich waagerecht die Kontaktschienen drin liegen. Hier ist es wieder genauso, hier sind sie wieder senkrecht und hier wieder waagerecht. In der Regel ist es so, dass hier die ganze Linie durchgehend verbunden ist und hier haben wir immer diese 5, dann kommt der Abstand und nochmal 5. Das heißt, wenn ich hier ein Kabel anschließe, sind diese 5 nicht mit daran angeschlossen. Ja, ich denke, der Aufbau ist soweit recht simpel, dass ihn da auch jeder sofort verstehen kann. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Arduino und stecken den jetzt einfach mal hier auf dieses Steckbrett drauf.
So, jetzt sehen wir, das passt nicht hundertprozentig symmetrisch da drauf. Das ist aber auch egal. Wir haben jetzt auf der Seite hier noch immer zwei Buchsen frei, auf der Seite noch drei. Das reicht uns allemal aus. So, und jetzt nehmen wir uns noch diese LED. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. An dem einen Beinchen ist eine etwas größere Fläche. An dem anderen Beinchen ist nur ein Stift innerhalb der LED. Die größere Fläche ist der Minuspol. Die kleinere, dieser Stift, ist der Pluspol. So, und jetzt biegen wir die Beinchen ein bisschen auseinander, so dass wir das längere Beinchen etwas abwinkeln, einfach um hier ein bisschen mehr Abstand zwischen zu kriegen. Und dann nehmen wir den Minuspol und stecken ihn auf Ground. Dazu suchen wir jetzt hier das GND-Beinchen, welches in der Nähe des D3-Pins liegt. Hier ist der D3 und hier ist der GND. Da GND immer entsprechend Minus ist, gehen wir da jetzt mit dem kürzeren Beinchen dran. Und das andere Beinchen kommt auf den Pin D3. Und dann sollte das Ganze in etwa so bei euch aussehen. So, nachdem wir jetzt alle drei Bauteile miteinander verbunden haben, habe ich den Arduino auch schon mal mit dem USB-Anschluss meines Laptops verbunden. Und auf dem Laptop die Arduino-Software gestartet mit dem Sketch für den heutigen Tag. Die Sketches werde ich alle auch immer unter dem entsprechenden Video verlinken. Also auch in dieser Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem aktuellen Sketch. Im oberen Bereich des Sketches findet ihr immer einen Kommentar, wo einmal kurz beschrieben ist, worum geht's, welcher Tag ist es, was machen wir heute in dem Sketch. Und für die ganzen neuen Punkte, die an dem Tag behandelt werden, werde ich hier auch, falls verfügbar, immer noch den Link zur Arduino-Referenz hinterlegen, damit ihr das Ganze auch nochmal auf der Arduino-Homepage im Detail nachlesen könnt, wenn ihr irgendwas nicht ganz verstanden habt oder nochmal ein paar Details nachlesen wollt. In diesem Sketch lassen wir eine extern angeschlossene LED und die Onboard-LED abwechselnd blinken. Wir erinnern uns, an Tag 1 haben wir die Onboard-LED immer blinken lassen. Wie ihr seht, das Sketch ist auch noch installiert. Alle 3 Sekunden geht die LED an, nach 3 Sekunden geht sie wieder aus, dann geht sie nach 3 Sekunden wieder an und das im Wechsel. Wer das Video zu Tag 1 noch nicht gesehen hat, schaut mal oben in die Infobox. Da werde ich eine Playlist verlinken mit allen bisher veröffentlichten Videos der Arduino Basics Reihe. Also, wie ist das Sketch aufgebaut? Wir haben erstmal die Setup-Methode. In der Setup-Methode sagen wir, nimm die interne LED, das ist LED-Build-In. Wie wir eben gelernt haben, ist das in Wirklichkeit D13. Also wenn wir jetzt hier 13 hinschreiben würden, ist das der digitale Ausgang 13. Das würde also genauso funktionieren. Wir lassen es aber jetzt einfach mal so, wie es ist. Wir sagen, dieser 13. Digitalpin, also die interne LED, soll ein Output, also eine Ausgabe sein. Wir möchten ja nichts lesen, sondern wir möchten den Pin schalten, also ist es ein Output. So, und unsere LED, die rote LED, die haben wir jetzt an den digitalen Pin D3 angeschlossen. Also sagen wir nochmal Pin Mode 3 für D3 und das soll auch ein Ausgabepin sein, also auch Output. Ich habe es ja auch nochmal extra beigeschrieben, das D bei digitalen GPIOs kann man bei der Pinangabe weglassen. Bei analogen Pins muss das A allerdings mit angegeben werden. Aber zu den Analog-Pins kommen wir später in einem anderen Video noch. So, gehen wir also erstmal weiter. Die Setup-Methode, nur mal kurz zur Wiederholung, wird einmal beim Arduino Start ausgeführt. Heißt, wenn wir Strom draufgeben oder wenn wir die Reset-Taste drücken. Danach geht er in die Loop-Methode und hier wird jetzt einmal die interne LED eingeschaltet, also High heißt immer ein, Low heißt aus. Dann wird eine Sekunde gewartet, dann wird der interne LED-Pin wieder auf Low gezogen, also die LED ausgeschaltet, wieder eine Sekunde gewartet. Und dann machen wir das gleiche nochmal mit dem D3-Pin. Und zwar schalten wir ihn ein, warten eine Sekunde. Dann schalten wir ihn nach der Sekunde wieder aus, warten wieder eine Sekunde und dann beginnt die Loop-Methode wieder von vorne. So, wir kontrollieren nochmal eben Werkzeuge. Board ist ein Nano, es ist angeschlossen an COM5. Insofern können wir das Ganze jetzt hochladen. Das Sketch wird einmal überprüft, kompiliert. Kompilieren heißt also in die Gerätesprache übersetzt. Wenn das passiert ist, wird das Übersetzte hochgeladen. Das Hochgeladene ist abgeschlossen. So, und wenn man die LED auch richtig anschließt, dann funktioniert das Sketch auch. Ich bin versehentlich hier eine Reihe verrutscht. Ich hatte versehentlich das Beinchen nicht auf D3, sondern auf D4. Deshalb klappte das jetzt gerade beim ersten Anlauf nicht. Und jetzt seht ihr, immer abwechselnd, die gelbe LED geht an,
Die rote geht an, die gelbe geht an, die rote geht an. Und das Ganze immer in einem gleichmäßigen Wechsel. Ja, soviel erstmal zu den digitalen Ausgängen. Ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen erstmal folgen, habt soweit alles verstanden. Wenn nicht, stellt mir eure Fragen gerne in den Kommentaren. Und ansonsten war es das jetzt erstmal von Tag 2. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Klickt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen an Tag 3 wiedersehen. Da geht es dann um das Thema Variablen. Ich verabschiede mich und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!